Es war einmal in einem Wald. Da lebten Storch und Fuchs glücklich bis an ihr Lebensende. So hätte das neue Stück vom Cottbusser Kindermusical auch anfangen können. Tut es aber nicht, denn wo bliebe da die Spannung? Also kommt der böse Wolf daher und will beide plus den gesamten Wald unterjochen. Doch er hat die Rechnung ohne die Katzen gemacht, die ihm nun mutig die Stirn bieten. Die Idee zum Stück Katzen tanzen nicht mit Wölfen gab es zwar schon länger, doch nun spielten aktuelle Entwicklung Regisseur Thorsten Caro sogar noch einen Trumpf zu. Ja, ich sah bei LTV den Wolf in Merzdorf und dann haben wir einfach ein Stück drum umgebaut. Nee, Scherz beiseite. Also es war natürlich eine lange Geschichte, die ich jetzt hier nicht so lang erzählen kann. Nur so viel, die Katzen spielten quasi im Cottbusser Kindermusical immer schon eine ganz große Rolle. Und wir haben uns gedacht, dass wir einfach einige von den schönen alten Songs nochmal wiederbeleben, quasi auch neu aufnehmen, dazu neue Stücke entwickeln. Und so ist es dazu gekommen und irgendwie ja, kamen wir auf die Idee, das mit Wölfen und Hunden zu machen. Das in dem Moment dann irgendwann in Merzdorf in Wolf erschien, ist eher Zufall. Seit Januar proben die Mitglieder aktiv am Stück. Seitdem haben sie einiges geleistet und das kann sich wie immer wirklich sehen lassen. Also die haben Unmögliches fast möglich gemacht. Die Kinder waren richtig toll drauf, die Jugendlichen. Ich sage Jugendliche, weil hier spielen hauptsächlich Jugendliche ab 12, 13 Jahren mit bis 18. Und es sind ganz toll, sind sehr motiviert und sie haben in dieser kurzen Zeit unser Katzen. Cast zum Beispiel, der hat 10 Choreografien gelernt. Es ist Wahnsinn. Verena Otto hat die ganze Arbeit geleistet und darüber sind wir sehr glücklich. Besonders die Hauptrolle des Wolfes ist nicht einfach, denn Udo Naumann spielt im Stück einen recht vielschichtigen Charakter. Ich bin der Wolf, der führt, dem jede Ehre gebührt. Also erstmal muss man wissen, der Wolf ist natürlich böse im Stück, also ist ja charakterlich eigentlich klar. Bloß was den Wolf von anderen unterscheidet, ist halt, dass er so ein bisschen verrückt ist. Also er ist nicht nur, jetzt komme ich, sondern er ist auch so, Hallöchen, was machen wir denn heute Schönes? Also er ist einfach ein bisschen durchgeknallt und nicht wirklich abgrundböse. Also eine Mischung aus beidem eigentlich. Ist es denn schwer, das so umzusetzen, den zu spielen? Also erstmal muss ich sagen, es macht sehr viel Spaß. Und wenn man einmal drin ist, dann kann man das, glaube ich, auch, weil das Verrückte, ja, ich glaube, jeder von uns ist ein bisschen verrückt, also. Und dieser Wolf glaubt schon an einen einfachen Sieg. Durch den schnellen Tod von Katerkönig Siegfried sind die Wald- und Schlosskatzen nun führerlos und wieder verstritten. Und mittendrin ist Siri, die Tochter des Königs, gespielt von Julia Engler. Dabei hat Siri eigentlich ganz andere Sorgen. Also Siri ist in der Person eigentlich ziemlich schüchtern und eher zurückhaltend, da sie von den anderen ziemlich unterdrückt wird, denn sie wird für den Tod ihres Vaters verantwortlich gemacht. Also die Rolle ist anspruchsvoll, weil ich ein Mädchen und einen Jungen spielen muss. In einer Katze? Ja, die Katze verkleidet sich als Kerl. Um die Katzen zu vereinen und den Wolf zu besiegen, bedarf es also jeder Menge List und Einfallsreichtum. Ob das am Ende reichen wird, erfahren die großen und kleinen Gäste im neuen Stück Katzen tanzen nicht mit Wölfen.